Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin auch ganz stolz, eine der Atelier Pfister Designerinnen zu sein. Es bedeutet mir viel, weil es auch Standort Schweiz bedeutet, also ein Schweizer Kunde. Ich bin sehr international tätig. Daher ist das für mich eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Ich arbeite auch sehr gerne mit dem ganzen Team zusammen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit 3 Kollektionen für Atelier Pfister entwickelt. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich lasse mich eigentlich von verschiedenen Dingen inspirieren. Also die Grundinspiration sind meistens Materialien oder irgendwie eine Technik. Zum Beispiel eine Kollektion habe ich experimentiert mit Papier. Was kann man mit Papier falten, irgendwie zerschneiden oder Löcher drin reinmachen oder wie auch immer. Und habe das dann schlussendlich in Textilien umgesetzt. Und die letzte Kollektion habe ich mich eigentlich von der vom Kollektionsgedanken leiten lassen. Das ist ein bisschen für mich wie Kochen, wenn man verschiedene Zutaten zusammenbringt. Und das muss man ja auch wie ein bisschen so betonen, zum Beispiel so ein Highlight. Aber die Beilagen dürfen nicht so langweilig sein, aber doch nicht zu viel. Ich denke, das ist immer so ein Abwägen. Und dann braucht es auch ein bisschen, ich sage dem Friction, also ein bisschen Reibung, dass es auch spannend ist. Das war so ein bisschen die Idee von der letzten Kollektion, die auch sehr umfassend ausgefallen ist. Ja, ich denke, das ist vielschichtig. Zum einen ist es meine Heimat, wo ich geboren bin, meine Familie lebt. Und zum anderen ist es aber auch so, ich reise sehr viel in meinem Job, also von Amerika bis Asien. Und wenn man wieder zurückkommt, schätzt man eigentlich wirklich auch die Schweiz. Und ich meine damit nicht nur einfach den hohen Lebensstandard, den wir haben hier, sondern auch so einfachere Sachen wie die Qualität der Luft zum Beispiel oder dass man einfach aus dem Hahn Wasser trinken kann. Das sind so Sachen, die ich sehr schätze. Und dann vielleicht auch noch als Designerin. Standort Schweiz finde ich eigentlich auch sehr ein interessanter Standort. Ich denke auch jetzt mit den ganzen neuen Themen, Industrie 4.0 und die Digitalisierung, denke ich auch, dass eigentlich Design in der Schweiz oder für die ganze Kreativwirtschaft, dass es eigentlich eine gute oder interessante neue Entwicklung ist. Und darum freue ich mich eigentlich auch auf die Zeit, die kommt als Designerin in der Schweiz.